Hallo und willkommen zurück zu Atelier Lulua. Ja, ich habe mich gerade von euch verabschiedet und dann habe ich hier nochmal an dem Schreibtisch geguckt, habe hier mal drauf geklickt und dann gesehen, Mensch, hier ist doch unser Buch. Da, wo es liegt, da, wo es hingehört. Und da kann man auch reinschauen. Und da sehen wir dann die Bilder und Texte, die mich an dieses Spiel erinnert haben, was mir nicht einfallen wollte, während ich Let's Playte. Aber natürlich ist es mir danach direkt wieder eingefallen, nämlich Valkyria Chronicles. Da war das erste Mal. Da muss ich sagen, das war mit ein Grund, warum ich das gespielt habe. Also die taktischen Kämpfe fand ich sehr interessant. Aber eben auch der erste Eindruck ist ja mit diesem interessanten Bilderbuch. Das war was Neues. Ich bin ja mal wieder auf der Suche nach neuen Spielen. Ja, und da sehen wir auch tatsächlich, dass da Text steht. Und wir haben schon größtenteils quasi lesen können. Ja, ja, ist ja gut, Lulua. Aber es sind ein paar Sachen rot markiert, also eigentlich zwei. Also, da steht hinter der, das kann ich schwer lesen, vielleicht große Straße oder so, westlich der Stadt. Liegen die Gewässer, wo die Wächter wohnen. Und wenn man da die Fischschnurrhaare sammeln will, dann muss man sich auf gefährliche Monster einstellen. Benutze Pflanzen, die du auf den Straßen findest und im Wald, um etwas zu synthetisieren. Und da steht was, ja, das ist schwer zu sagen, vielleicht eine einfache Medizin oder so. Was meint das Buch nur damit? Und das können wir mal rausfinden. Das heißt, wir müssen vielleicht mal zu der Straße hingehen und wir müssen vielleicht mal eine einfache Medizin oder so herstellen. Und das kann ich nicht. Ha! Magisches Gras fehlt mir. Ihr seht's. Level würde ausreichen. Wasser haben wir, Medizin haben wir, magisches Gras haben wir nicht. Gut, das heißt, wir gehen erst zu der Straße. Übrigens bin ich mir sicher, dass ihr mir das in den Kommentaren schon geschrieben habt, wie ich hier das Buch benutzen muss. Aber ich nehme diese Folge am selben Tag auf wie die Folge 3, nämlich am Donnerstag spätabends. So, ich hoffe mal, Eva begleitet uns nach wie vor. Muss ich gerade mal gucken, welche Richtung war nochmal Weltkarte hier, ne? Ja, da wo es grün ist. Ja. Ach, guck mal, da ist ja auch was mit Wasser. Eine neue Route ist verfügbar. Das ist die Straße der Sommerbrise. Und Eva ist natürlich dabei. Unser Buch leuchtet. Warum leuchtet das Buch? Okay, wir haben also schon mal eine Sache entschlüsselt. Es gab ein Update in dem Buch. Können wir das hier sehen? Ne, können wir so nicht sehen, macht aber nichts. Wir müssen ja ohnehin hier irgendwie erstmal magisches Gras finden. Ich weiß, dass das keins ist, aber ich sammle es trotzdem und guck an, Phlogiston. Zum Bombenbau ganz wichtig. Hier könnte vielleicht magisches Gras sein. Ja, tatsächlich. Und auch einfaches Gras. Trotzdem, ich würde sagen, wir stopfen uns hier mal die Taschen voll.
Ach, das sind auch Monster dann? Huch, Hilfe! Oder habe ich das einfach nur nicht gesehen? 99 Hitpoints? Und ich habe natürlich keine Unis eingepackt. Eieieiei, Vergiftung sogar noch. Ich muss hier mal das Ding hier wegmachen. Das ist so ein bisschen heftig. Ich meine, ich spiele auch schwer. Muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ja auch noch ein Skill. Mal sehen, was der macht. Ja, 12 Schaden ist nicht die Welt. Aber ich will jetzt versuchen, hier denn Kämpfe zu vermeiden erstmal. Bis ich mich ein bisschen besser ausgerüstet habe. Vor allen Dingen auch mit Heiltränken. Und was ist jetzt immer mit der Aufnahme los? Schon wieder fängt sie so ein bisschen an zu laggen. Muss ich gleich mal nach dem Kampf neu starten, weiß ich auch nicht. Okay, immerhin Level up. So, war das jetzt, weil ich den Baum geschlagen habe? Nee, da kam irgendwas hinter dem Baum hervor, oder? Aber grüne Ponys, ich will jetzt nicht gegen die kämpfen. Ich will noch ein bisschen magisches Gras sammeln. Ich weiß, das ist keins, aber ich sammle natürlich auch andere Sachen. So, haben wir hier noch ein bisschen Weizen. Die können sich natürlich auch gut Monster verbergen. Diese Pilze auf keinen Fall. Nein! Das. Wir müssen gerade mal weg, ja? Uiuiui. Aha, 50% erkundet. Das ist dann natürlich auch noch mein Ziel, das auf 100% zu bringen, wo wir gerade hier sind. Ich dachte, ich kann Kisten zerdeppern. Aber wohl nicht diese. Oh, sehr schön. Wir pflücken hier natürlich nur das magische Gras. Die schönen Blumen lassen wir schön stehen. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Trotzdem mal kurz gucken. Wegen zahlreicher Angriffe von grässlichen Monstern wurde diese Route geschlossen. Das ist noch was Neues. Mal wieder Phlogiston. Für Bombenbau halt. Also magisches Gras haben wir jetzt auch genug. Ich glaube 5 Stück oder so haben wir schon. Wir müssen ja nur einen Heiltrank
herstellen. Oh, es wird dunkel. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie die Zeit vergeht. Wie das klingt. Ich habe nicht drauf geachtet, wie die Zeit vergeht. Nein, vergeht die jetzt beim Sammeln? Okay, in der Truhe ist auch noch Floggesten. Ja, das wird tatsächlich dunkel. Wow. Alter, guckt euch die Wettereffekte an. Wie gesagt, also kein AAA-Game, aber für Atelierverhältnisse ist das ja der Hammer. Oh nein, jetzt werden wir auch nass. Oh, ich habe keinen Schirm mitgenommen. Aber die Sammelwut, jetzt bin ich eh schon nass. Was bringt es denn jetzt? Bis ich nach Hause gelaufen bin, da bin ich eh komplett durchnässt. Das kann noch eine Erkältung geben dann. Ich renne übrigens absichtlich nicht. Ich finde, so wie ich jetzt hier gehe, kann ich es besser erkunden. Sonst übersehe ich zu viele Sachen. Wenn wir dann ein zweites und... Oh, nee, ich hätte es nicht sagen sollen. Okay, ich hätte doch nach Hause gehen sollen. Ja, das Schicksal sagt mir, du bist hier zu lange unterwegs. Aber es sagt noch nicht 100%. Was fehlt mir denn hier noch? Oh, Gewitter. Ist nicht dein Ernst. Denk mal, das kann nicht mehr schlimmer werden, aber... Jetzt will ich es halt auch wissen. Warte, warte. Da ist eine Straße und das war hier. Seht ihr, hat schon aufgehört zu regnen. Jetzt haben wir schon Mitternacht. Okay, da wäre nochmal World Map. Können wir hier auf die Karte gehen? Nein, ich will nicht auf die World Map. Nee. Menü. Da gibt es keine Karte und hier sind wir nur bei unserem Schedule. Naja, komm. Ich will es nicht übertreiben. Dann gehen wir jetzt hier zur Karte. Dann habe ich es halt nicht 100% erkundet. So, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Aber wollen wir auch nicht. Wir wollen nach Arklis zurück. Heiltränke bauen. So, was haben wir denn jetzt hier zu... Achso, ist egal. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Okay. Wir können jetzt hier sicherlich irgendwas entschlüsseln. Genau, wir haben das Wort große Straße jetzt richtig gedeutet. Das heißt nämlich Summer Breeze Road. Und was ist mit einfacher Medizin gemeint? Das gucken wir jetzt mal in unserem Kessel. Also wir haben ja nur Craft, wir haben Heilsalbe und wir haben Supplement. Dann machen wir das einfach mal. 8 Stunden dauert das, okay. Das ist jetzt Mittag, dann sind wir abends fertig, ist okay. Ich will jetzt noch keine Trades hier benutzen. Nehmen wir auch erstmal mindere Qualität. So, Gras, normales Gras. Ach, guck mal, da können wir auch Magic Grass nehmen oder Serenity Flower. Haben wir die große Auswahl. Nehmen wir aber einfach jetzt Clear Grass. Genau, blau haben wir jetzt erfüllt, haben wir dadurch den Effekt HP Recovery S freigeschaltet. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Jetzt gucken wir mal. Hier, das ist unser ganz normales Brunnenwasser. Das bringt uns ein bisschen nochmal blau. Zweimal blau, das könnte reichen.
um bei der Hitpoint Recovery ganz nach rechts zu kommen. Und die Alternative wäre hier sowas. Oh, Thunderwater. Gelb. Healing. Achso, das wäre HP Healing XS. Und damit geht aber natürlich... Ach, durch das Feuer. Guckt euch das an. Also, wir nehmen nochmal hier Brunnenwasser. Da geht jetzt das blaue 2 nach rechts. Hier geht es 3 nach rechts. Dadurch kommen wir dann überhaupt erst auf HP Recovery S. Wenn wir stattdessen das hier nehmen, dann geht es nicht nur nicht 2 nach rechts, sondern sogar 2 nach links durch das rote. Dafür haben wir dann aber auch HP Healing XS. Also HP Recovery scheint ein Regenerationseffekt oder so zu sein. Komm, dann machen wir erstmal unser Brunnenwasser. Genau, das haben wir freigeschaltet und damit kommen wir nicht hin. Ich will jetzt nicht direkt zweimal dieses Thunderwater benutzen, weil ich gar nicht weiß, wo ich das her habe, ob ich das jemals wieder kriege. Also nehmen wir hier wieder Brunnenwasser. Lila hätten wir nicht gehabt, ne? Doch, da hätten wir sogar auch Lila. Ich bin nur einmal neugierig, wie was hier passieren würde bei Lila. Recovery up. Ja, das wäre schon ein toller Heiltrank, den wir denn damit herstellen würden. So, ein Stück Heilsalbe. Ich habe noch keine Ahnung, was mit diesen Awakened Effects gemeint ist. Vielleicht gucke ich da mal in das Ingame-Tutorial rein. Also in das Glossar oder was es hier gibt. Ich glaube, so langsam begreife ich, was in diesem antiken Text stehen könnte. Oder vielleicht doch nicht. Okay, vielleicht wenn ich das alles zusammenpacke. So, dann müssen wir also noch was tun gleich. Nochmal entschlüsseln. Ja. Das machen wir jetzt. Also eigentlich müssen wir gleich nur beim Buch X drücken, stand da im Tutorial. So, wir haben jetzt alle Keywords zusammen. Und jetzt können wir auf Entschlüsseln klicken. So, jetzt steht der Text da in Klartext. Linke Seite haben wir schon gelesen. Rechte Seite kann ich vielleicht gleich vorlesen. Ja, vielleicht später. Und mir fällt gerade auf, dass ich die Aufnahme nicht neu gestartet habe. Also kurzen Augenblick mal eben bitte. So, kann weitergehen und zwar jetzt. Was ist denn, Lulua? Bedeutet das etwa... Ja, ganz genau. Schau dir das an, Eva. Ach nein, du kannst es ja gar nicht sehen. Habe ich ganz vergessen. Naja, jedenfalls habe ich die ganzen Hinweise aus dem Buch zusammengetragen. Und jetzt, naja. Jetzt steht da tatsächlich drin, wie man den Gegenstand craftet, den Aurel haben will. Hey,
Was, wirklich? Das klingt ja geradezu unglaublich praktisch. Auch ob unglaublich oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wenn es mir hilft, den Job fertigzustellen, dann bin ich dabei. Also, Eva, zunächst müssen wir jetzt mal zum Eternal Spring gehen, also zur ewigen Quelle. Warum denn zur ewigen Quelle? Brauchen wir da irgendwas? Da bin ich nicht so sicher und ich weiß auch nicht so allzu viel über die ewige Quelle. Aber wenn es nach dem Buch geht, dann klingt es so, als ob wir dort die Materialien bekommen, die wir brauchen, um den Gegenstand herzustellen. Wir sollten das unbedingt ausprobieren. Verstehe, wenn du das gerne tun möchtest, dann bin ich dabei. Aber ich habe gehört, da sind ziemlich viele Monster. Also sollten wir uns gut darauf vorbereiten. Ja, verstanden. Ja, ich habe schon gemerkt, also mit den Monstern hier ist nicht zu spaßen. So, und da wird auch schon der Kampf etwas verkompliziert. Also mehr Optionen haben wir. Wir haben jetzt Interrupt. Das kommt mir vor wie bei Atelier Nelke. Also nochmal, Nelke ist ja kein eigentliches Atelierspiel, aber da gab es eben auch die Möglichkeit mittendrin, dass die Leute dann agieren, wenn sie genug Aktionspunkte hatten. Aber mal schauen, wie es hier ist. Nur Alchemisten können interrupten, also unterbrechen. Und sie sind dann plötzlich sofort dran. Das muss man aber erst aufladen, bevor man es benutzen kann. Und das lädt sich am Ende der Runde auf. Wenn es voll aufgeladen ist, kann man es benutzen. Sogar wenn eigentlich der Gegner gerade dran ist. Machen wir mit R1 und dann die Taste des Charakters. Wenn wir unsere Verbrauchsgüter alle verbraucht haben, wird die Aufladezeit für unsere Interrupts extrem hoch. Ach so, wir können mit dem Interrupt immer nur einen bestimmten Gegenstand ausrüsten. Okay. Also zum Beispiel Craft. Gut, jetzt würde ich mir das Buch aber doch nochmal eben angucken. Was da nämlich rechts steht. Eine leichte Brise bläst oft die Summer Breeze Road entlang. Dicht bei der Stadt gehen die Leute dort öfter mal spazieren. Okay, und das andere mit der Heilsalbe war, eine Heilsalbe ist eine der einfachsten Medizinen und man kann sie mit Alchemie machen und ja, man findet sie bei den meisten Leuten zu Hause. Ja. Okay, ach so, und da unten war die Belohnung. Das heißt, dadurch kommen wir überhaupt erst zur ewigen Quelle. Alles klar. Interessant. Ja, man sieht, da ist noch viel Platz. Bei den nächsten Seiten des Buches wird es sicherlich komplizierter. Gut, dann gehen wir mal zu dem Equipment-Menü. Gucken erstmal hier, ob ich da noch. Also die Sachen füllen sich nicht wieder auf von selber. Vielleicht kommt es später nochmal. Mal gucken.
Einmal Uni haben wir noch, einmal Heilsalbe haben wir. So, und hier. Was soll das? Wo habe ich das her? Ach so, das war dieses Starter-Pack bestimmt. Okay, das wissen wir nicht. Dann muss das hier Interrupt sein, oder sehe ich das verkehrt? Warte mal, ich nehme hier erstmal nochmal ein Craft wieder raus. Nur mal zu sehen, ob wir das dann da einsetzen können. Ja, okay. Also rechts ist Interrupt. Dann muss ich erstmal was craften. Und hier ist dann irgendwas. Solange ich nicht weiß, was das bedeutet, benutze ich das erstmal nicht. Du kannst sowas sowieso nicht benutzen, oder? Doch, du könntest das auch benutzen. Ach so. Wir sehen die Attribute hinten, die steigen dann so ein bisschen. Ach, da unten ist es ja auch. Ich habe jetzt nur auf die Effekte geachtet und mit Red Wall konnte ich nichts anfangen, mit Force of Conflict. Keine Ahnung. Ach, hier steht es dann auch nochmal erklärt. Ah, okay. Das ist also quasi so ein Waffenbuff oder so. Ich gehe jetzt dann vor allen Dingen erstmal nach den Attributswerten, oder? Das heißt, du bekommst was mit Attack. Das Ding klingt doch ganz gut. Was ist Shining Heart? Ja. Klingt erstmal ganz gut. So, was nimmst du denn? Du nimmst denn was mit Speed wahrscheinlich. Oder Def. Obwohl. Ich glaube, Speed wäre ganz gut. Okay, die Waffen machen nochmal Feuer und Eis. Ich bin noch nicht sicher. Die Alternative wäre das hier. Ja, ich mache das immer nur mit Feuer und nicht mit Feuer und Eis. Ich habe keine Ahnung. Was das Einzelne so bewirkt. Dann haben wir halt 10 Punkte Def mehr. Gut. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch Sachen craften. Ich will auch mal so ein Supplement herstellen. Damit wir das vielleicht irgendwo einsetzen können. Ja, lila oder rot. Okay, Flogiston hätte 2. Aber rot werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Vor allen Dingen, weil wir noch Wasser zugeben müssen. Ich dachte, da hätten wir auch was in rot. Das schaumige Wasser. Ach, das schaumige Wasser, ich verstehe das. Das war auch in so einem Beginners Pack, was es als kostenlosen DLC gab. Naja. Nein, nein, das wollen wir jetzt aber nicht benutzen. Wir nehmen also
ganz normales Brunnenwasser. Und hier hätten wir die Möglichkeit, auf Lila zu gehen. Mit Chainweb. Ich habe nur zwei davon. Was würde es mir bringen? Gar nichts. Weil sich Feuer und Feuer und Blitz hier in diesem Fall gegenseitig aufhebt. Dann kann ich also auch ganz einfache Beehives machen. Ich guck mal, ob ich Critical hier mit als Trade übernehmen kann. Okay, direkt 5 davon hergestellt und wir können Critical übernehmen. Okay, jetzt können wir nicht nur 10 Trade-Punkte übernehmen, sondern 15. So, jetzt versuche ich nochmal einen Craft herzustellen. Da ist aber kein Supplement dabei. Aber wir haben jetzt Phlogiston gefunden. Das könnte also sein, dass wir jetzt was Besseres herstellen können. Hier haben wir Blau und Rot. Hier haben wir alles Mögliche. Hier haben wir eigentlich auch alles Mögliche. Obwohl Phlogiston ist eher gelb. Okay. Ja, hier kann ich nichts anderes machen. Das heißt, ich bin jetzt da schon auf der roten Schiene. Ob blau oder gelb ist natürlich noch nicht geklärt. Da will ich erstmal wissen, was blau macht. So, das geht hier gar nicht, okay. Okay, damit können wir das Monster schwächen. Aber ich mache das jetzt, ich gehe genau in die andere Richtung. Damit wir hier rot voll kriegen. Naja, voll kriegen wir es nicht. Ach so, genau, die großen Striche, die brauchen 2 Punkte, sehe ich das richtig? Ja, Physical Damage M, das klingt ja schon mal ganz praktisch. Ja, auf der rechten Seite hat sich da gelb und blau die Waage gehalten, das bringt also nichts. So, Fix Power Buff. Achso, was steht da? Items Power wird um 30 erhöht. Ja, was ist denn unsere Power von so einem Craft? Und dann nochmal um 10% erhöht. Steht die Power da irgendwo? Ich glaube nicht. So, prima. Das heißt, wir haben jetzt was für Interrupt. Achso, hier könnte ich jetzt Schnellreise machen. Wir waren noch gar nicht im Waisenhaus. Das ist auch wieder wichtig, auf die Events zu achten, denke ich. Also die müssen wir gleich dann mal den müssen wir gleich mal nachgehen. Also wenn ich gleich sage, mache ich nächste Folge.
Also packen wir den Sechser hier rein, weil wir da ja nur eine Sache reinpacken können. Und dann haben wir hier den Fünfer und den Dreier. Können wir also achtmal so Schaden machen. Wir gehen auch nochmal zum Unibaum. Okay, da erwarte ich immer irgendwelche Aufträge, aber kriegen wir ja hier nicht, wie es aussieht. So, der Unibaum war nochmal wo? Da, ne? So, prima. Ich denke, wir machen noch mal einen zweiten Heiltrank für heute und dann ist gut. Dann machen wir nämlich nächste Folge diese Gespräche hier. So, mal sehen, ob ich das jetzt hier begriffen habe. Kann ich jetzt hier Supplements nehmen? Nee, kann ich auch nicht. Ja, es bietet sich an, jetzt hier auf Blau zu gehen. Und Fix Healing Buff, das ist doch nicht schlecht. Oh nein, Blau. Ach nee, es bietet sich nicht an, auf Blau zu gehen. Ja, wir sind ja jetzt erst bei dem großen Balken und kommen jetzt halt. Die blinkenden Sachen, das ist das, was jetzt dazukommen würde. Was haben wir sonst noch? Drei gelbe kriege ich auch nicht zusammen, ne? Egal. Dann nehmen wir das mit dem Fix Healing Buff. Ja, man kann ja auch mehrere Sachen auf einmal herstellen, aber dann kann man halt keine Trades übernehmen von diesen Objekten. Gut, das soll dann erstmal reichen. Dann gucken wir uns nächste Folge die Events an. Also macht's gut, bis dann. Tschüss.